Weiter geht's mit Humankind und der Frage, wann wird sich unser Feind Agamemnon aus unserer entmilitarisierten Zone bewegen? Ich hoffe, er bleibt einfach noch ein bisschen stehen. Ich würde ihm auch ein Käffchen kochen und einen Kuchen backen, denn wir kriegen pro Runde hier ein Druckmittel. Das gefällt uns und am Anfang gucken wir uns mal die Botschaft an. Wir sind nämlich bei den Beziehungen und jetzt haben wir den Botschaftstab freigeschaltet. Bauen einer Botschaft könnt ihr nun auf einen neuen Reiter mit diplomatischen Beziehungen zurückgreifen und durch Unterzeichnen von Botschaftsvereinbarungen könnt ihr eure bilateralen Vertiefungen verbinden, Verbindungen vertiefen. Alle unterzeichnenden Parteien müssen jeweils eine eigene Botschaft gebaut haben und da jeder Geheimnisse hat, wäre es gut, politisch heikle Informationen über andere Reiche zu erhalten. Diese als Druckmittel bekannte Ressource werden beim Erzeugen eines Grolls von Agenten gesammelt oder halt auch durch andere Sachen. Ihr habt es gesehen, eben gerade durch unsere entmilitarisierte Zone. Es gibt die Möglichkeit, nach Schlachten diese Druckmittel aufzusammeln, weil zum Beispiel geheime Informationen fallen gelassen wurden und noch viele andere Möglichkeiten. Ihr seht es hier und das können wir dann hier für bestimmte Dinge ausnutzen und ihr seht, wir können im Prinzip noch nichts machen, weil er keine eigene Botschaft gebaut hat. Aber zumindest sind wir auf einem guten Weg. Okay, nächste Runde. Interessant wird es hier unten werden. Tierhaltung erforscht. Wissenschaftsstern. Und die Einheit ist futsch. Ein Kleister. So, sofortige Lösung. Das war klar, dass das hier schief geht und wir haben echt nur noch eine einzige Einheit. Da müssen wir jetzt echt ein bisschen auf aufpassen, ne? So, einmal dahin. Na, er steht da schon. Ja, so ein Schlawiner. Aber das werden wir ihm nicht genehmigen. Das holen wir uns. Er hat eine Einheit, zwei Einheiten. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Sobald er hier noch eine weitere Truppe hat, kann er da was gründen. Wann können wir da wieder was machen? 8 Runden. Ah, verdammt, verdammt. Wir haben es aufs falsche Gebiet ausgedehnt. Wir hätten noch eine Runde warten sollen. Das sind, egal wie wir es machen, es sind 3 Runden. Alternativ mache ich es hier oben. Genau. Ah, gucken wir mal. Das kriegen wir schon hin, weil das Gebiet ist natürlich sehr spannend. Dadurch, dass wir hier Salz haben, das sind alles wichtige Ressourcen. Wir haben ihm das schon weggeschnappt hier. Das will ich eigentlich auch noch haben, aber da brauchen wir... This emblematic unit is a symbol of pride and power for your empire. Ja. Let's hope Nein. they're worth the price. Ah, der Agaush, genau. So auf jeden Fall. Da wollen wir eigentlich direkt einen weiteren Agaush bauen. Und dann gehen wir nach unten und dann schnappen wir uns mal die anderen. Aber jetzt können wir erstmal das Kupfer, zack, mit angliedern. Und das sollte uns auch schon mal ein bisschen was bringen. 3 Wissenschaft, wow. Ja, wie viel kostet das? 143. Was ist mit den Pferden? Die können wir auch gleich nochmal mitnehmen. Was bringen die? Okay, auch 3 Wissenschaft pro Angliederten. Ja, okay. So, du bleibst bitte da. Ja, und danach gehen wir hier unten hin und werden dieses Gebiet hier für uns claimen. Mir ist wichtig eigentlich, dass wir sogar das hier bekommen, um eben diese strategische unbekannte Ressource abzugreifen. Spiel der Prophezeiung. Das Reich erblüht und ein neues Spiel aus einem Fremdland verzückte die Bevölkerung. Überall fallen einem das charakteristische Spielbrett und die Steine sofort ins Auge. Ihr besteht auf einer öffentlichen Vorführung und spielt unter Anleitung eine Partie in eurem Palasthof. Die Sache hat jedoch einen Haken. Das Spiel wird nicht nur als Unterhaltung, sondern auch als eine Form von Weissagung angesehen. Mhm. Als die Botschaft des Spiels klar wird, kommt es zu einer Schrecksekunde. Ist es euch vorherbestimmt, alles zu verlieren, was ihr unternommen habt? Was? Was unternehmt ihr? Nein, wir werden hier nichts. -5 Stabilität? Ach Gott. Die Leute werden wir zum Schweigen bringen mit ein wenig Geld. So, Forschung. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde ja gerne die Kalender bauen, damit wir Luxusressourcen abbauen können. Ich denke, das werden wir mal machen. Und Shamukui ist zum Nordismus konvertiert. Gucken wir uns mal an. Ja, der breitet... Nein! Jetzt hat der auch schon eine. Das ist gemein. Okay, da müssen wir jetzt also wirklich Druck aufbauen und mehr
produzieren. Wie sieht's hier aus? Okay, 2 von 1 und 1 von ihm. Das sieht noch gut aus. Wie sieht's denn aus mit der Kultur? Ja, da ist der Einfluss größer. 9 und 6. Okay, da müssen wir dran arbeiten. Das geht so nicht. Aber das wäre ernsthaft. Och, Leute. Sie sind misstrauisch. Och, das ist doch nicht schön. Okay, gut. Das hat natürlich auch ihre guten Seiten. Das bedeutet, sie sind A, friedlich. Und die können wir eingliedern. Das ist eine potenzielle nächste Stadt, die wir hier vielleicht gründen können, hier über die Flüsse. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, man muss sich das nur mal wieder sagen. Das ist bestimmt gar nicht so schlecht. Okay, gut. Nächste Runde. So, jetzt zieht er sich da irgendwo hin zurück. Ja, das wird mit Sicherheit... Ja, der will hier verhindern, dass wir da irgendwas bauen, ne? So, wir haben etwas entdeckt. Die Bantu. Hier, da sind jetzt die Huria. Da unten haben sie sich niedergelassen. Das bedeutet aber, dass sie hier weg sind. Die Hurita? Ne, es sind die gleichen, ne? Die haben die auch noch einen Außenposten. Okay. Der Natronsee, schade. Den gibt es also nicht bei uns. Was ist das? Das sind normale Perlen. Ja, dann bin ich mal gespannt, was hier passiert. Kein Wunder, dass die uns hier abgefangen haben. Jetzt müssen wir auf jeden Fall hier irgendwo was gründen. Das ist, egal wie wir was machen, noch eine Runde. Wir müssen also... Tja, oder wir gründen es hier. Mehr Produktion, ein bisschen weniger Nahrung. Ja, wir gründen das jetzt da. Ich habe Angst, dass er uns das ansonsten wegschnappt. Suhai tritt in 5 Runden in den Einflussbereich von König Agamemnon ein, stellt eine Forderung. Was? Das kannst du mal knicken, mein Bester. Du kannst dir Forderungen so viel stellen, wie du willst. Definitiv nicht. Er hat die Forderung zurückgenommen. Ach. Weil wir vergleichbar stark sind. Na, guck. Wir haben 2 Druckmittel. Er ist vergleichbar stark. It's a wonderful day. I have something here. Hast du was getrunken? Zu viel Met oder was? Okay, der hat auch nur 199 Punkte. Wie bitte? 1000? Oh Gott, und ich dachte, ich bin gut. Boah. 3. Platz. Naja. Schwierig, schwierig. Also, er hat das ja jetzt zurückgewiesen. Ja. Das Angebot. Schwierig. Wir gucken nochmal weiter. Wir können nämlich die Einheit hier noch bewegen. In einer Runde sind die Pferde fertig. Können wir die kaufen? Nein. Dann warten wir die Runde noch ab. Und dann werden wir ein bisschen den Fokus darlegen. Und einen weiteren Agaush bauen. 3 Runden. Einer Runde ist die nächste Forschung fertig. Ihn lassen wir bitte da stehen. Und danach claimen wir uns die Gebiete da unten. So, den lassen wir da stehen. Sicherheitshalber, mit dem gehen wir hier nirgendwo weiter. Da will er nicht reingehen. Und, also wenn ich ehrlich bin, würde ich das gerne machen. A pleasure to accept. Das erzeugt bei ihm natürlich mehr Kriegsunterstützung. A new independent people. Ja. And who are they? Time will tell if they are helpful. Nicht nett, das sind sie auf jeden Fall. Das kann ich ja schon mal sagen. Die haben nämlich schon 3 unserer Truppen hier vernichtet. Eine tatsächlich durch eine dumme Sache. Aber das erzeugt natürlich auch Probleme bei ihm hier, weil seine Ausbreitung jetzt maximal geschwächt ist. Er kann eigentlich nur noch in die Richtung gehen. Und wir sollten schleunigst Truppen zusammensammeln und uns das hier claimen. Und wenn wir das nicht schaffen, bleibt uns nur noch der hier. Und dann hat er einen strategischen großen Vorteil. Dann bleibt uns nur noch die Möglichkeit, die Navi zu beeinflussen, dass wir sie als unabhängige Stadt in unser Reich reinholen. Und die auch.
Das wäre dann die nächste Möglichkeit. Aber den müssen wir noch bekommen. Und ich bin halt nicht sicher, ob wir ihn gegen zwei Bogenschützen in die Schlacht schicken sollten. Nee, das machen wir nicht. Wir werden aber das einmal tauschen. Und können wir das noch um eine Runde verkürzen? Nein, können wir nicht. Okay. Aber wir können hier ein bisschen mehr Geld claimen. Ja, genau. So machen wir das. Dann sorgen wir für ein bisschen mehr Geld. Dann könnten wir in der nächsten Runde ihn vielleicht kaufen. Das wäre eine Möglichkeit. Nächste Runde. So. Der Kalender. Jetzt können wir Luxusressourcen abbauen. Aber wir gehen erstmal hier rein und... Nein! Verdammt! Verdammt! Es fehlen 11 Gold. Das ist extrem schade. Hätten wir die hier reingepackt, hätten wir... Nee, hätten wir es auch nicht gehabt. Okay. Gut. Dann lassen wir das trotzdem erstmal so. Wir brauchen aber eigentlich ihn hier. Genau, damit wir da schnell genug wachsen. Eine Runde ist er fertig. So, Einheiten bewegen. Du bleibst bitte hier. Da will ich jetzt nichts riskieren. Du bleibst auch noch eine Runde hier. Forschung. So, jetzt müssen wir überlegen, was wir brauchen. Also, Unuk hat ein Problem mit der Nahrung. Das gehen wir bald an. Wir wollen dann erstmal, ich möchte erstmal den Obelisk bauen, damit wir Stabilität und Glaube generieren. Das ist mir wichtig. Hat er schon sowas hier? Er hat hier andere Gebiete gebaut. Das sind Nahrungsschmiedeviertel. Okay. Bauernviertel. Okay, er hat Bauernviertel und Schmiedeviertel gebaut. Macht Sinn. Dann ist er aber, was den Glauben angeht, noch nicht weiter als wir. Na, das ist ja gut. Das bringt uns ja in die gute Situation, dass wir dann als nächstes nach diesen Sachen hier einmal bitte ihn hier nachschieben. Und das Teil würde ich gerne möglichst weit vorne platzieren. Einfach nur der Optik halber. Jetzt ist die Frage, was bei uns vorne ist. Ich würde nämlich schon diesen Berg hier sehen, diese Bergkette. Wenn ich ehrlich bin, da will ich es ranbauen, da vorne. Damit das vielleicht von hier hinten aus, von dort aus oder von dort aus, unser Monument direkt sichtbar ist. Einmal dahin. Und bitte erst die anderen Sachen fertig bauen. Okay. Und danach werden wir uns Luxusressourcen holen. Das bringt uns Geld und Produktion. Einmal die auch noch. Ich glaube, mehr sollte es jetzt hier nicht geben. Nein. Gut. Haben wir das. Perfekt. So, das haben wir auch. Dann in der nächsten Runde ist er fertig. Dann gehen wir da runter und holen uns das Gebiet. Und jetzt müssen wir uns wirklich Gedanken machen, was wir hier brauchen. Brauchen wir Stabilität? Im Moment noch nicht. Wir bräuchten etwas, um unseren kulturellen Einfluss zu verbessern, denn der ist wirklich im Moment sehr schlecht. Da ist der Druck, wenn wir uns das mal angucken, guckt jetzt an, wir sind hier halt an der Hauptstadt, ne? Ist, glaube ich, offensichtlich, dass das hier wirklich eine Katastrophe ist. Da müssen wir den kulturellen Druck einfach deutlich erhöhen. Hier kommen 5. Wie viel haben wir hier? Na, wir sind mittlerweile bei 15 Einfluss und wir generieren 5. Das ist ein Witz. Also da müssen wir besser werden. Na, gucken wir mal, ob wir dort etwas Passendes haben. Was hat das übrigens für einen Nachteil? Der kulturelle Druck ist erstmal nicht so schlimm. Das heißt, es gibt hier in diesem Spiel zumindest noch nicht so eine Nachteile wie bei Civilization 6, dass eine Stadt eventuell konvertieren kann, dass sie unabhängig wird und so weiter und so fort. Zumindest mir nicht bekannt. Aber er bekommt irgendwann Kriegsgründe. Ja? Das heißt, er sagt sich irgendwann, hey, pass auf, da leben doch nur meine Leute. Ich will verdammt nochmal, dass die auch zu mir gehören. Das kann er dann einfordern. Aber da er schon mal ins Leere gelaufen ist, wird er das aktuell noch nicht machen, weil er sehr klein ist. Aber da müssen wir gerade bei Agamemnon in Zukunft darauf aufpassen, dass wir ihn da auch klein halten. Und
Wenn wir das schaffen, haben wir mit der kulturellen Konvertierung kein Problem. Aber wir müssen da wirklich drauf aufpassen, dass das nicht zu einem Problem wird. Denn wenn wir hier Krisen haben und da sagen, machen wir nicht, das generiert natürlich auch immer ein bisschen Druck. In dem Fall, diese Druckmittel hier oben. Also, das ist nicht mehr ganz so einfach, da wir Druckmittel generieren, aber es ist zumindest keine Unabhängigkeit der Städte wie in Civilization. Also, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Deswegen, wir könnten in Richtung der Fischerei gehen, das bringt uns Geld. Wir haben sehr viel Küsten oben. Steinverarbeitung wäre auch gut, da haben wir auch mehr als genug von. Der öffentliche Brunnen bringt Stabilität und Nahrung am Fluss. Ich würde wahrscheinlich in Richtung der Bewässerung gehen. Das bringt uns momentan am meisten. Nahrung am Fluss hier sehr gut. Hier sehr gut. Hier sehr, also überall. Nahrung am Fluss bringt uns überall was. Gerade in der Stadt wäre das eine willkommene Erweiterung. 6 Runden wäre, na, schafft man nicht ganz. Müssten wir dann überlegen, ob wir das eventuell hier einmal in Unuk einschieben. Okay. Gut, nächste Runde. So, er sammelt sich hier. Das heißt, er hat mit Sicherheit 4 Pops. Ja. Hat er. Hier machen wir eine entmilitarisierte Zone draus. In 5 Runden. In der Hoffnung, dass das noch reicht. Und dann werden wir mit denen schnellstmöglich dahin gehen. 7 Runden. Eieieiei. Hier sind 6 Runden. Ist egal, wie wir es machen. Hier vorne sind es immer 7 Runden. Einmal dahin, bitte. Okay, gut. Tja, dann hoffen wir mal, dass wir schneller sind. Wir werden hier eine entmilitarisierte Zone in 5 Runden draus machen. Dann haben wir hoffentlich die 2 oder 3 Runden Zeit, dort reinzugehen. Aber wir müssen das beobachten. Denn, naja gut, er kann jetzt komplett ungesehen hier unten lang. So, gucken wir einmal hier hin. Die misstrauen uns immer noch. Sehr schade. Was machen wir mit dir? Wir können hier nicht rein, ne? Genau, aber was wir machen könnten, wäre ihn zumindest in die grobe Richtung hier zu ziehen und dahin zu stellen. Das können wir machen. So. Das Gute ist, das haben wir sicher. Das haben wir in einer Runde sicher. Da oben wird er sich hoffentlich nichts claimen. Das wäre ja wirklich, also, da wäre ich dann wirklich ziemlich sauer. Muss ich ja wirklich sagen. Naja, hoffen wir mal, dass unser Plan so aufgeht. Nächste Runde. So, dann haben wir Pferdchen. Wunderbar. Und jetzt will er irgendwas von uns. Diphtha wurde in den Einflussbereich von König Agamemnon gezogen. Und, ja, genau. Seht ihr, das ist genau das, was ich meinte. Aber dieser Wahnsinnige wird doch das nicht that wirklich machen wollen, border. Oder? This is trespass. Next is retribution. Wir sind vergleichbar stark. Nein. Sorry, you're not getting out of this that easily. Definitiv nicht. I no longer need to inflict this on you. Ja, danke. Also, es ist ja wohl ein Witz, ey. So, Botschaft hat er immer noch nicht. Wir könnten ihn beruhigen mit 10 Druck. Das ist, ich finde das so cool, diese Idee. Stell dir mal vor, da hat einer Druckmittel gegen euch. Ihr geht hin. Na, du magst uns doch, oder? Guck mal, was ich hier habe. Okay, ich mag dich. Ach, herrlich. Diplomatie. Mit Druckmitteln funktioniert sie doch viel einfacher. Okay, er hat eine Forderung zurückgezogen. Das ist gut für dich. Aber wir sind vergleichbar stark. Das, aber wie gesagt, man darf dieses vergleichbar starke nicht überschätzen. Er braucht diese Truppen, um Städte zu gründen. Das heißt, in dem Moment, wo er eine Stadt gründet, hat er, oder einen Außenposten gründet, hat er 4 Einheiten weniger. Das ist der große Punkt von Agamemnon. Das heißt, selbst wenn es ja zu einem Krieg kommt und wir seine Einheiten vernichten, dann hat das immer bei den Bantu immer einen Vorteil von uns, weil er sich aktuell als Bantu nicht weiter ausbreiten kann. Also wir können in einem Krieg eigentlich nur gewinnen. Das muss man einfach sagen. Deswegen lass ihn kommen, den Agamemnon. Also du gehst einmal nach Diphtha. Würde ich einen Teufel tun und dir das geben. Religion sieht gut aus, aber ihr seht, Druck ist einfach Katastrophe. Da produzieren wir zu wenig. Unsere Hauptstadt ist einfach zu weit schon entfernt. Aber das werden wir
Das werden wir mit der Zeit ändern. Jetzt kümmern wir uns erstmal um das Thema Religion. Und wenn die dann alle, die Stadt hier, diese Bereiche, vielleicht auch das hier zu unserer Religion gehört, dann stellt er Forderungen wegen der Kultur und wir wegen der Religion und dann haben wir es wieder. Dann ist es ausgeglichen und dann wird es am Ende keinem was nützen. Okay, so, wo sind unsere Truppen hier? Gott, ich hoffe, das reicht noch. So, der Ackergaul ist fertig, bringt uns 5 Wissenschaft, 2 Nahrung. Jetzt gucken wir mal, wie es hier grundsätzlich aussieht. 1 von 4. Wir packen mal die Produktivität nach da. In einer Runde ist er fertig. Und dann setzen wir mal alles in die Industrie, dass der Obelisk hier schnellstmöglich durchkommt. In 3 Runden ist die Forschung der Bewässerung fertig und das sollten wir hier auch machen. So, dann müssten wir einmal bitte die 35 hier ausgeben für das Salz. So. Dann hätten wir jetzt nämlich den Salzbonus. Das bringt uns 5 Nahrung auf alle Städte. Und er kann bitte einmal das Marmorlager holen. Wir kriegen uns 22. Ah, das sollte noch reichen. Ah, das sollte noch passen. So, einmal das Marmor bitte. Und damit haben wir einen Baumeisterstern erhalten. Sehr gut. Bringt uns 1 Industrie pro Arbeiter. Und 5 Industrie. Hat uns das jetzt hier vorne weitergeholfen? Na, noch nicht. Ich hoffe, wenn wir in der nächsten Runde dort ein paar umsetzen, dass das dann ein wenig schneller geht. Nächste Runde. So, er weiß nicht, was er machen soll. Das ist niedlich. Unsere Truppen sind unterwegs. 1 Runde noch. Wir haben 2 Belohnungen bisher erhalten. Hm. So, einmal weitergehen bitte. Du bleibst da stehen. So, jetzt gehen wir einmal hier oben hin und schauen mal, was wir da machen können. Ihr müsst das Abkommen zur Kontaktaufnahme mit den Unabhängigen unterzeichnen. Das werden wir gerne tun. Und das kostet wie bitte 55? Nehmt diplomatische Korrespondenz mit dem Anführer dieser Unabhängigen auf, um auf Mäzenentum zugreifen und Aktion loben oder bestechen nutzen zu können. Boah. Alter Falter. 55, das ist ja der Hammer. Wie viel kostet denn hier einen Außenposten? Ah, das sehe ich noch nicht. Aber das wird mit Sicherheit 100 kosten. Ja, machen wir das hier oder machen wir das eventuell hier hinten? Wir warten noch mal eine Runde, bis der vielleicht soweit ist. Und dann machen wir das lieber hier hinten. Denn ich glaube, er hier bringt uns mehr. Gegen den Agamemnon. Er ist ja so und so friedlich. Na, wir warten noch 1-2 Runden. Nächste Runde. An embassy opens elsewhere in the world. Precisely the kind of thing an ambassador would know about ahead of time. Da kommt er nämlich schon. Eine Botschaft wurde gegründet, aber nicht bei uns, oder? Suheil wurde in den... Oh, ernsthaft, Leute. So, jetzt wollte er das auch direkt fragen. Gibt Suheil? Das werden wir natürlich nicht machen. Forget all that. Unglaublich. Also hat er irgendein Problem mit uns? Der kann übrigens auch demnächst natürlich ein bisschen Krieg machen mit uns. Oder nicht nur ein bisschen. Er könnte den Krieg erklären. Wir nicht. Aber das wird er hoffentlich vermeiden. Das haben wir abgelehnt. König Agamemnon hat ein Abkommen beendet. Nicht Angriffspack auf Scharmützel dulden. Ha! Mein ADAC-Hubschrauber kommt wieder zum Kaffeetrinken vorbei. Entschuldigt, ich hoffe, ihr hört das nicht. So, König Agamemnon hat eine Forderung zurückgezogen. Das nehme ich sehr gerne an. Und wir werden jetzt das Karteteilen brechen auf diesem Bereich. Da habe ich kein Interesse mehr dran. Karteteilen ist mir nicht mehr so wichtig. Das machen wir nicht mehr. So, du gehst da weiter. Wir könnten zumindest in der nächsten Runde gucken, was er macht. Im schlimmsten Fall bauen wir hier vorne was. Obwohl ich ja, wenn ich ehrlich bin, vielleicht sogar hier, wir beginnen dann nur nach da und schauen mal, ob wir hier oben sogar was gründen können. Das ist zwar vielleicht keine allzu schöne Position, aber die Stadt ist extrem gut, weil wir hier zumachen können und da kommt hier so schnell keiner hoch. Haben wir da? Nee. Keiner hoch, Leute. Das ist extrem cool. Das heißt, man kommt nur hier lang
oder hier vorne rein. Und hier können wir zumachen. Ja. Ich denke, wir werden das mal gucken in der nächsten Runde, ob wir da was machen können. So, du bleibst da bitte. Noch eine Runde. Und er ist immer noch nicht gegründet. Nee, wir lassen das. Wir müssen hier dieses Gebiet claimen. Ich will jetzt noch nichts ausgeben. Das hat hier erstmal Priorität. So, jetzt gehen wir einmal nach Unuk. Wir werden einmal dort bitte hier reinsetzen und dann sind wir bei 4 Runden. Das bleibt allerdings immer bei 4. Na, einen müssen wir da hinsetzen. Dann packen wir den lieber in die Wissenschaft. Dann machen wir das so. Wissenschaft ist wichtig. Okay, gut. Nächste Runde. So, da sind wir mit der Bewässerung. Das können wir gleich mit einplanen. Einmal, wir gehen erstmal nach da. So, und jetzt will ich mal wissen, wie viel das kostet. Das kostet 63. Oh, das ist gut. Und er schlägt uns das sogar vor hier oben. Yes. Wir nehmen den hier hinten. Wunderbar. Den holen wir uns. Und da müssen wir uns eigentlich auch schon, in meinen Augen, wenn wir das jetzt machen, da müssen wir uns auf den Krieg vorbereiten. Und das machen wir, indem wir einmal hier hinten zur Urkes gehen. Und jetzt muss ich nochmal schauen. Wir haben 24. In der nächsten Runde, das kostet 63. 63 sind... Das passt auf jeden Fall. Meine mathematischen Künste sagen mir, dass das passt, wenn wir hier 55 ausgeben. Zumindest einmal 58 sollte auch noch passen. Your first treaty with an independent people. Perhaps this is the start of a beautiful friendship. So, sehr schön. Wir werden ihn einmal mit Geld bestechen. Indem ihr etwas Geld oder Einfluss zu jedem Zug ausgibt, könnt ihr eine gewisse Stufe beibehalten. Das ist mir dann noch wichtig. Ich zeige es euch nochmal. Das ist übrigens auch eine neue Mechanik. Das heißt, ich finde es wesentlich besser gemacht als vorher. Die Reiche entstehen also nicht sofort. Sie rennen herum. Das ist ja so wie früher. Gründen ihre Stadt. Das ist auch so wie früher. Und dann könnt ihr jetzt nicht mehr hingehen und sagen, hey, ich gebe dir 1000. Dann magst du mich. Nein, ihr müsst das über dieses Loben-Feature machen und euch vorher überhaupt erstmal vorstellen. Und je nachdem, welche Stufe ihr hier habt, könnt ihr dann hier bestimmte Sachen machen. Zum Beispiel Handelscharta oder Söldnercharta. Wissenschaftliche Zusammenarbeit und so weiter und so fort. Und dann hier auch einen Satellitenstart oder eine Unterwerfung, sobald wir hier oben sind. Und ich möchte ihm gerne ein bisschen Geld geben. Und wir können das natürlich auch verbessern. Indem ihr etwas mehr ausgibt, könnt ihr eine gewisse Stufe erreichen. Ihr seht, das heißt, wir sind jetzt bei 3 pro Runde. Das baut jetzt hier diesen Mäzentum auf. Meinem Verständnis nach werden wir aber, da wir bei dieser Stufe sind, jetzt nicht über diese Stufe hinauskommen. Das können wir aber dann mal sehen. Vielleicht geht es doch. In meinem Verständnis nach geht das da jetzt nur bis zu dieser Stufe, aber das sehen wir dann. Müssen wir mal gucken. So, auf jeden Fall wollen wir zur Söldner Charter. Dann hier müssen wir gucken, was uns das bringt und dann am Ende auf Unterwerfung. Satellitenstadt ginge auch, aber Söldner sind mir jetzt im Moment erstmal am wichtigsten, dass wir einfach ihn hier nutzen können und als nächstes machen wir das dann bei ihm auch und da geben wir ihm auch Geld nach Tlatico. Da können wir uns dann auch vorstellen, aber das machen wir erst, wenn wir uns dieses Gebiet hier in der nächsten Runde hoffentlich gesichert haben. Du bleibst noch eine Runde da bitte. So, in 3 Runden haben wir die Religion hier fertig. Dann sollten wir auch den notwendigen Druck erzeugen, dass wir uns die Gebiete hier holen, dass wir hier unten einen gewissen Druck aufbauen und dann das Gleiche machen können wie er. Dann senken wir wieder seinen Groll, erhöhen unseren und dann ist das wieder ausgeglichen. Dann sollte er auch keine Probleme mit uns haben. Dann sieht das zwar schwarz aus, das dafür entsprechend orange. Okay, gut. Jetzt gehen wir mal hier rein und gucken, was wir machen können. Ich wäre ja für die Gesandten. Das ist das Rad. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Das ist eine neue Einheit. Das ist im Prinzip diese neue Agenteneinheit, die wir machen können. Und wir haben damit viele Vorteile, Kulturbotschaft und so weiter und so fort. Ihr seht, der Besuch fremder Städte ermöglicht es, beiden Parteien Einfluss zu erhalten. Der Besuch unabhängiger führt zur Erhöhung des Mäzentums. Deswegen möchte ich das gerne haben, dass wir
schnellstmöglich hier so weit wie möglich kommen, denn ich will einfach hier unten an seinen Grenzen einen starken Partner haben. Oh, guck mal, ein Lilaner. Okay, entschuldige bitte. Einen starken Partner haben, der uns hier unterstützen kann. So. Gut, wir gucken einmal hier rauf. Wir sind nur noch Vierter. Aber Hauptsache Agamemnon ist hinter uns. Der ist nämlich nur Fünfter, aber wir arbeiten weiter daran, das Ziel zu erreichen in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin, euer Strategien. Ciao, ciao.